Hi, schön, dass ihr hier seid und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Philipp aka Return Winner. Das ist mein Kanalname und ist eigentlich auch mein Username überall. Also falls ihr irgendwo online einen Return Winner trefft, dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich meine Wenigkeit. Ich bin 29 Jahre alt, meines Zeichens derzeit Germanistik- und Sportstudent auf Gymnasiallehramt. Und ich betreibe hier den Kanal, den ihr seht. Ich wollte euch in diesem Video einmal ein wenig erläutern. Ein paar Sachen zu mir, wo ich gerade schon mit angefangen habe. Ein paar Sachen zum Kanal. Was erwartet euch hier? Was wird euch hier in Zukunft erwarten? Was sind meine Ziele für das Jahr 2022, vor allem für das erste Quartal? Und ohne jetzt viel weiter unnütz rumzuschnacken, fange ich auch direkt wieder damit an, mich weiter vorzustellen. Ihr merkt, ich habe kein Skript geschrieben, ich laber gerne drauf los. Manchmal ist es gut, manchmal weniger. Ich hoffe, man kann es sich trotzdem ganz gut angucken. Also, hauptsächlich findet ihr auf diesem Kanal derzeit Yu-Gi-Oh! Content. Und mit hauptsächlich meine ich ausschließlich. Bislang. Das liegt daran, dass ich Yu-Gi-Oh! Spieler der allerersten Stunde bin. Ich habe quasi mit dem allerersten Booster, mit LOB angefangen. Auf dem Fußboden, gegen Freunde, gegen meine Schwester und gegen alle möglichen Leute, die Bock hatten, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. 2010 habe ich dann angefangen, das Spiel ein bisschen ernster zu nehmen, ein bisschen kompetitiver zu lernen. Und habe dann wirklich 9 Jahre lang regelmäßig Turniere besucht, 7 deutsche Meisterschaften gespielt, 2 Europameisterschaften, ganz viele andere große internationale und nationale Turniere. Habe mich dann 2019 zur Ruhe gesetzt, habe quasi das Spiel ad acta gelegt, weil mir das moderne Yu-Gi-Oh! Nicht mehr so gut gefallen hat. Und ich habe hier mal ein paar Decks notiert, die mich in der Zeit sehr geprägt haben. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Hauptsächlich das Gladiator-Ungeheuer-Deck, was mein absolutes Lieblingsdeck ist. Zusätzlich bin ich auch ein Pokémon-Fan der allerersten Stunde. Diese beiden Sachen gehen ja oft Hand in Hand. Habe ganz klassisch mit Rot und Blau angefangen. Das erste Mal durch die Kanto-Region gewandert mit einem Glumanda in meiner Hand und habe mich aufgemacht, die Welt der Pokémon zu erkunden. Und seit 2019 spiele ich Pokémon auch competitive. Und wer jetzt einen Zusammenhang erkennt, 2019, genau, ich habe mich quasi dazu entschieden, im Jahr 2019 Yu-Gi-Oh! Ad acta zu legen, um Pokémon zu beginnen. Hatte unterschiedliche Gründe, vielleicht gibt es dazu mal ein Video, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall beschäftige ich mich im kompetitiven Sinne hauptsächlich mit Pokémon derzeit. Dazu bin ich ein leidenschaftlicher Kinogänger und Filmfreak. Mit leidenschaftlicher Kinogänger meinte ich, ich bin mindestens einmal die Woche im Kino, meistens eher so zweimal. Und zudem, ihr habt ja schon gehört, ich studiere Sport, das heißt, irgendeinen Sport muss ich auch ausführen oder sollte ich. Ich bin ein sehr ambitionierter und auch sehr leidenschaftlicher Hobbyläufer. Ich laufe Langstrecke, so alles ab 5 Kilometer, auch mit Wettkampfbezug, auch dann durchaus mit einem gewissen Leistungsanspruch an mich selbst. Und das ist, glaube ich, erstmal alles Interessante, was ich zu meiner Person sagen kann. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal auf den Konzept des Kanals, auf dem ihr euch hier gerade befindet. Derzeit findet ihr nur Yu-Gi-Oh! Content hier, und zwar Retro-Yu-Gi-Oh! Content. Und das Retro ist hier groß geschrieben, denn ich werde tatsächlich kein aktuell Competitive Yu-Gi-Oh! Auf diesem Kanal bringen. Mir gefällt das aktuelle Yu-Gi-Oh! Einfach nicht. Es ist einer der Gründe, warum ich Competitive aufgehört habe. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf aktuelles Metagame, auf aktuelle Decks, auf die aktuellen Regeln. Und ich sag niemals nie, ich bin auch nicht komplett raus aus der Szene. Ich werde bestimmt auch nochmal ein Turnier in meinem Leben spielen. Also vielleicht kommt irgendwann auch mal aktueller Content, aber rechnet in naher Zukunft mit Retro-Yu-Gi-Oh! Content. Weil das ist das, wo mein Herz liegt. Da kommt die Nostalgie zum Tragen. Und das ist auch einfach das, wo meine Kompetenz größer ist in alten Formaten. Sei es das Gold-Format, was ihr ja auf meinem Kanal schon seht, oder auch andere Formate. Ich habe bereits erwähnt, dass ich mich statt Competitive Yu-Gi-Oh! Sehr akribisch mit Competitive Pokémon beschäftige derzeit. Das heißt, erwartet auf jeden Fall Pokémon-Content. Vor allem den kompetitiven Pokémon-Content, wahrscheinlich hauptsächlich VGC. Da eins meiner Ziele ist, mich für eine Pokémon-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ob es dieses Jahr klappt, weiß man noch nicht. Liegt auch an Corona. Ich habe es vor 2 Jahren schon machen wollen und da gab es keine. Letztes Jahr auch nicht. Wer weiß, was dieses Jahr ist. Also schauen wir einfach mal. Und generell, ich möchte hier einfach alles machen, was mir Spaß macht. Also ich habe überhaupt keine kommerziellen Hintergründe oder den Hintergrund, dass ich berühmt werden will mit diesem Kanal. Das hätte ich auch keine Chance. Ich will einfach nur, es ist ein Hobby gerade, was mir sehr viel Spaß macht, was ich quasi aus dem Nichts unerwartet angefangen habe vor ein paar Monaten mit der Road to God Series.
Und ich habe unterschätzt, wie viel Freude es mir macht. Und ich habe da richtig Bock drauf und dran. Und das soll einfach so bleiben. Und deswegen mache ich ja einfach das, was mir gefällt. Und hoffe, es gefällt vielleicht ein, zwei anderen Leuten. Und dann bin ich schon glücklich. Was sind meine Ziele für 2021 auf diesen Kanal bezogen? Habe ich gerade schon gesagt. Weiterhin so viel Spaß und Bock auf diesen Kanal haben. Und Content machen, der mir gefällt. Ich gucke jetzt nicht darauf, was dem YouTube-Algorithmus gefällt, was gerade populär ist. Ich mache das, wo ich gerade Lust drauf habe. Wo ich merke, mein Herz hängt dran. Und ich bin da leidenschaftlich dabei. Das wird der Content sein, den ihr hier auf diesem Kanal seht. Ein weiteres Ziel ist, ich möchte meine Qualität, vor allem meine technische Qualität der Videos, nach und nach verbessern. Die Qualität ist wahrscheinlich das Ausbaufähigste. Das, wo ich am meisten verbessern kann und wo ich auch am wenigsten drüber weiß. Deswegen, gerade wenn ihr euch jetzt ältere Videos von mir anguckt, merkt ihr schon, da sind Dinge richtig schlecht und die werden immer besser und ich lasse mir Zeit. Ich habe auch nicht das beste technische Equipment, das wird vielleicht irgendwann auch mal besser, aber es kommt alles mit der Zeit. Nach und nach, immer ein bisschen besser, immer wieder dazulernen, das ist so wie Treppenstufen. Das ist das Ziel, was ich mir hier setze. Und ja, ein großes Fixziel, was ich mir gesetzt habe, was ich auch mit diesem Video ankündigen möchte, ist, dass ich es schaffen möchte, dieses Jahr jede Woche 2 Videos rauszubringen. Und zwar habe ich jetzt ja auch schon feste Upload-Tage, und zwar jeden Mittwoch und jeden Sonntag um 15 Uhr kommt jeweils ein Video. Das soll so bleiben. Ich kann natürlich jetzt überhaupt nicht versprechen, dass es klappt, weil das Leben ist manchmal komisch und das wissen wir alle nicht erst in den letzten 2 Jahren, aber spätestens. Also ja, ich gebe mein Bestes. Ich gebe euch Updates, falls es nicht sein sollte, aber es ist auf jeden Fall ein ganz klares Ziel, 2 Videos die Woche 2022 zu schaffen. Und zuletzt möchte ich einen aufgeräumten und ordentlichen Kanal. Gerade, ja, ich bin Germanistikstudent, auch wenn man es mir gerade nicht ansieht. gerade wenn ich jetzt ein paar mehr Projekte anfange, dazu gleich mehr, möchte ich ordentliche Playlists, ordentliche Thumbnails für alles, dass man gut durch den Kanal kommt, dass der übersichtlich ist und man sich nicht erschlagen fühlt und nicht weiß, wo man zuerst und zuletzt draufklicken soll. Das ist auch ein großes Ziel und ich glaube, das ist ein realistisches Ziel. So, dieses Infovideo, was ich hier gerade mache, ist natürlich, das werde ich auch als Kanaltrailer verwenden. Das ist erstmal als Willkommensvideo auf meinem Kanal und auch als Zielsetzungsvideo für 2022, aber auch nochmal speziell für das erste Quartal 2022. Denn ich habe geplant, diese Infovideos im Quartalsturnus zu bringen, also dass ihr quasi Anfang April dann das nächste kriegt. Gucke ich mal, ob das was wird. Und deswegen, was habe ich für dieses Quartal, für Januar bis März 2022 geplant? Zuallererst wird natürlich weiter Road to Goat kommen. Ist bislang das einzige Projekt auf meinem Kanal. Ich habe da immer noch großen Spaß dran. Das Projekt ist auf keinen Fall tot. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Ich werde es nicht unendlich lange machen, aber noch wird es laufen. Also für alle Fans davon, freut euch. Für alle Hater davon, keine Ahnung, warum ihr hier seid, weil das ist das Einzige, was ich gerade habe. Freut euch, dass was anderes kommt. Ganz spezifisch, im Januar wird noch ausschließlich Road to Goat kommen und ab Februar kommt dann eventuell schon das Structure Deck Showdown als zweites Yu-Gi-Oh! Retro-Projekt auf diesem Kanal. Genau, es ist weiterer Yu-Gi-Oh! Content, es geht darum, die alten Structures jeweils in einem Mirror-Match gegen Freunde zu spielen. Das bedeutet, ich lade mir für jede Folge einen Freund ein und werde dann ein bisschen über das Structure Deck quatschen. Und wir spielen dann ein paar Runden damit. Genaues Konzept erkläre ich euch in Folge 1. Die Sache dabei ist, wie ich gerade schon erwähnt, ich nehme die Folgen nicht alleine auf. Das bedeutet, es ist ein bisschen aufwendiger zu planen und die ganzen Videos auch dann im Endeffekt Termine zu finden. Und ihr wisst, was ich damit meine. Sprich, ich möchte das Projekt erst anfangen, wenn ich einen ordentlichen Brück schon aufgenommen habe. Ich habe keine Lust, irgendwie 3 Folgen hochzuladen und dann müsst ihr 2 Monate auf die nächste Folge warten, weil ich keinen Termin mit einem Aufnahmepartner finde. Es ist auch schon was aufgenommen, so viel kann ich euch verraten. Das Projekt kommt auf jeden Fall. Ich hoffe ab Februar, vielleicht auch erst ab März, aber es ist auf jeden Fall in den Startlöchern. Es wird auf jeden Fall kommen. Freut euch darauf. Dann, wie eben schon angekündigt, Competitive Pokémon ist etwas, mit dem ich mich beschäftige. Das heißt, eine Road to VGC. VGC ist das offizielle Pokémon Competitive Format, also Doppelkämpfe, wird auch kommen. Es gibt ja mit Pokémon Showdown auch eine Seite, die ähnlich wie Dueling Book funktioniert, nur für Pokémon, wo ich ohne Probleme über aufnehmen kann. Und die werde ich auch nutzen. Und vermutlich, also Sinn machen würde es ab Februar auch für mich, weil ab dem 1. Februar ein neues Format beginnt, was dann eventuell auch für die ersten Offline-Turniere, die ich vielleicht schon spielen kann, relevant wird. Das bedeutet, wäre ein guter Zeitpunkt zu beginnen. Ich will euch jetzt aber auch nichts versprechen, aber rechnet in diesem Quartal auch mit einer Road to VGC. Die wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich kommen. Außerdem, more to come.
Wer weiß, ich glaube erstmal nicht, aber ich will nichts ausschließen. Das, worauf ich Bock habe, das, was mir Spaß macht. Und zuletzt, was sind noch zukünftige geplante Projekte auf diesem Kanal? Eine Road to Edison ist so das, worauf ich am meisten Bock habe, ein weiteres Yu-Gi-Oh! Retro-Format. Wer das Edison-Format nicht kennt, das ist das Format 2010 vor Nationals, also vor dem Booster, wo Infernity rausgekommen ist. In dem Format sind die populärsten Decks sowas wie Gladi, Blackwing, Makina, Plant-Synchro, Lightsworn, Cat-Synchro und ganz, ganz viele andere Varianten. Ein super diverses Format, auf das ich richtig, richtig Lust habe. Und es ist so, dass Dueling Book schon angekündigt hat, dass, also noch nicht offiziell, aber es ist auf jeden Fall, es ist nun, ich jetzt formuliere es schlecht. Man weiß, dass Edison-Ranked-Duelle auf Dueling Book kommen werden. Es weiß nur noch keiner wann. Sobald Edison Ranked auf Dueling Book ist, wird das tot gegrindet und dann gibt es eine Road to Edison. Also wenn jetzt in 2 Wochen Edison-Format auf Dueling Book angekündigt ist, gibt es in 2 Wochen eine Road to Edison. Das verspreche ich euch. Sobald es da ist, kommen die Videos. Ich habe nur keine Ahnung, wann es da ist. Das heißt, ich kann euch hier kein Startdatum nennen. Ein GOAT-Tournament. Ich plane ein GOAT-Control-Turnier zu organisieren, auch für ein paar Freunde von mir. Ich würde selbst nicht mitspielen, ich würde selbst die Matches dann kommentieren. Auch das ist eben ein Projekt, was ich nicht alleine aufnehme. Das heißt, das kann auch ein bisschen Planungszeit in Anspruch nehmen. Und ich würde die Videos wahrscheinlich auch erst hochladen, wenn das ganze Turnier schon abgeschlossen ist. Das bedeutet, dauert noch ein bisschen, wird aber kommen. Freut euch auf weitere Infos. Dann plant ein sehr guter Freund von mir, der Simon, a.k.a. Luca, eine Yu-Gi-Oh! Draft Liga. Sowas Vergleichbares gab es bis jetzt noch nicht. Ist quasi dann ein Yu-Gi-Oh! Turnier im Liga-Format, wo man dann wöchentlich Spiele hat und jede Woche seinen Kartenpool aufstocken kann. Also so eine Mischung aus Pokémon Draft Liga und Yu-Gi-Oh! Progression Projekt. Simon ist in der Planung. Ich bin als Teilnehmer geplant. Wenn diese Draft Liga stattfindet, werde ich teilnehmen. Und dann werde ich meine Matches hier auf diesem Kanal hochladen. Das heißt, freut euch auch darauf. Aber auch da keine Ahnung, wann es startet. Dann noch ein Punkt, den ich tatsächlich in der Vorbereitung vergessen habe. Schreibe ich nochmal schnell auf. Auch etwas, was ich gerne auf diesem Kanal hätte. Real-Life Yu-Gi-Oh! Duelle. Retro-Duelle natürlich, kein aktuelles Format. Ich werde mir mal ein paar Freunde einladen und dann ein paar Edison-Duelle aufnehmen, ein paar Goto-Duelle, vielleicht auch ein Tengu-Plant-Mirror-Match oder irgendwelche Retro-Formate, wo wir Bock drauf haben. Wann wir das machen, wann das kommt, keine Ahnung. Vielleicht einfach mal so zwischendurch geschoben, dass dann einfach mal eine Woche mal ein Retro-Duell kommt und dann vielleicht auch mal ein paar Monate. Das soll keine feste Serie werden. Einfach mal etwas, was zwischendurch auch mal gemacht wird, immer dann, wenn wir es schaffen, wenn wir Bock drauf haben, könnt ihr euch drauf freuen. So, dann habe ich hier noch 2 Sachen in Klammern. Und zwar einmal Film-Reviews. Ich habe nicht ohne Grund am Anfang des Videos gesagt, dass ich ein großer Film-Nerd bin. Ich habe richtig, richtig Bock auf Filmreviews, auf Filmanalysen, auf alles, was diesen Bereich abdeckt, weil ich mich da sehr, sehr gerne beschäftige, sehr, sehr gerne darüber rede. Ist aber erstmal für die Zukunft geparkt. Kommt bestimmt, wenn ich den Kanal weitermache, aber keine Ahnung wann. Gibt es nähere Infos vielleicht im nächsten Update-Video. Und ähnliches Prinzip, Laufvideos. Ja, ich habe erzählt, ich bin ein leidenschaftlicher Läufer. Ich studiere, wie gesagt, ja auch Sport, das heißt, ich habe auch ein bisschen Ahnung von der Materie, nicht nur, weil ich es selbst ausübe, sondern auch, weil ich mich mit dem Hintergrundwissen dazu beschäftige, logischerweise aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich habe eigentlich mega Bock, entweder irgendwie Trainingstipps für Anfänger, Trainingstipps für Fortgeschrittene, eigene Einblicke in den Lauf-Vlog, vielleicht auch Volkslauf- oder Bahnwettkampf-Vlogs oder irgendwie sowas zu machen. Kommt bestimmt irgendwann, keine Ahnung wann. Wollte ich euch nur mal gesagt haben, das steht im Raum. Und generell, alles, worauf ich Bock habe. Also wenn mir irgendwas anderes einfällt, fällt mir irgendwas anderes ein, dann wird es ja auch noch reingeschossen. Und ja, damit kann ich eigentlich auch schon dieses Video, was wahrscheinlich schon wieder viel zu lang geworden ist, abschließen. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die bis zu diesem Punkt durchgehalten haben, die sich das angehört haben. Und bitte, bitte gebt mir Feedback. Auf welche Projekte freut ihr euch? Welche Projekte klingen nicht so cool? Was für Ideen hättet ihr noch, Sachen, die ich jetzt gar nicht erwähnt hätte, wo ihr meint, das würde zu mir passen, würde zu meinem Kanal passen? Habt ihr generell Tipps für meine Videos, Tipps für meinen Kanal, Tipps für das Aussehen, Tipps für mein Auftreten, für alles? Also Kritik, findet ihr mich hässlich? Keine Ahnung, haut es mir in die Kommentare, bleibt nett. Nein, alles gut, schreibt mir einfach und danke an jeden Einzelnen, der sich ein Video von mir anguckt und ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem Video wieder, was schon abgedreht wurde oder erst in der Zukunft kommt. Und ich wünsche euch in diesem Sinne einen guten Start ins Jahr 2022.
Ich hoffe, ihr erfüllt eure Ziele und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei einem meiner Videos wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.